Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglade zu einem neuen Part. Pokémon Sonne natürlich, ja, und wie immer natürlich mit dem Zwergenfürst. Ja, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen und ein bisschen kratzig, aber ich denke, das kriegen wir heute hin mit dem Part. Also starten wir direkt nach dem Intro in diesem neuen Part Pokémon Sonne und sehen, was uns so alles so. Und führt mal einfach den Satz fort und ja, komm, los geht's. Heute auch ein bisschen schusselig, ein bisschen durcheinander, aber gut, macht es umso mehr Spaß. Wir sind im letzten Part hier durch die Diktahöhle gelaufen und hier an der Polizeiwache auf Route 9 angekommen. Kein Blickkontakt, kein Kampf steht da. Ein kurzes Vergnügen steht auf Route 9 am Schild. Ja, das sieht wohl danach aus, als ob es eine kurze Route sein wird. Ich werde mal kurz in die Polizeistation gehen und dort mal nach dem Rechnen sehen. Snowball, Snow! Also, falls es nicht wirklich dringend sein sollte, dann sei doch bitte so gut und komm später wieder. Ich genieße gerade meine wohlverdiente Pause. Okay. Sei mal nicht so unhöflich hier. Hast du dich verlaufen? Hilft dir die Karte weiter? Auch ich benutze sie oft. Das ist keine Schande. Okay. Ein kleiner Rat von Polizisten. Der am Empfang ist ein bisschen unfreundlich, aber gut. Es gibt ja auch unfreundliche Polizisten und freundliche Polizisten. Good Cop, Bad Cop. Ja, hier ist eine Snubbel-Statue. Ja, dann werden wir sie mal in Ruhe lassen und uns auf die kurze Route begeben. Ja, da ist schon der erste Pokémon-Kampf mit einem Polizisten. Kämpfen mit einem Polizisten ist auf jeden Fall ratsam. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wär's mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Auf jeden Fall. Ich lege mich mit einem Bullen an. Auf jeden. Polizist Greg fordert dich heraus. Alles klar. Macht Sinn. Gut, Bedrohung von Vulcano. Du bist ein bisschen schläfrig, okay. Da stand bestimmt was anderes. Ja. Eine Wasserattacke auf Vulcano. Ihr könnt mal raten, wie es ausgeht. Ist glaube ich schon zu spät zum Raten. So, bin so lustig und setze noch die Seitenattacke ein. Dann hätten wir es glaube ich gleich. Eine Wasser-Seitenattacke. Eine Wellenbewegung mit den Armen. Max hüllt sich in Set-Attacke und setzt super Wassertornado ein. Hui! Genau, hui ist der richtige Laut dafür. Wo wir bei laut sind, ist es wirklich ein bisschen laut. Die Musik. Okay. Geht so. Und dafür sollte ich dich eigentlich verhaften. Nee, ist natürlich Spaß. Zwergfürst gewinnt 960 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen, warum auch immer, gegen einen Polizisten hervor. Okay, ja. Und das hätten wir.
Und was steht denn hier? Zum Hügel des Gedenkens, dahinter weiter zu den Ruinen des Lebens. Okay. Hügel des Gedenkens. Okay. Route 9 ist schon vorbei. Und deshalb stand das kurz mehr. Och süß, ein Hühnchen. Wuff. Ich habe den Namen vergessen von dem Pokémon. Hier befinden sich die Gräber von Menschen, die früher in Alola eine wichtige Stellung hatten. Sie wollten wohl, dass das Kapu über ihre letzte Ruhe wacht. Wenn meine Zeit gekommen ist, würde ich mir gern ein Grab mit meinem Wuffels teilen. Ach so, danke, dass du mir den Namen gesagt hast. Oha. Wer will mich denn hier herausfordern? Ich sehe keinen Trainer. Heilpuder gefunden. Du bist ein Herausforderer. Gut, dass ich dich anspreche. Ich wollte gerade die Ruinen des Lebens besichtigen. Aber für einen kurzen Kampf ist immer Zeit. Gentleman Harrison fordert dich heraus. Harrison Ford? Okay. Ja, darf ich nochmal die Set-Attacke einsetzen? Darf ich. Oha, pass auf die AP hier auf. Der KP ist richtig. AP ist was anderes. Hüllt sich in Z-Kraft. Max nimmt all seine Kraft zusammen und setzt die Z-Attacke Super Wassertornado rein. So ist das geil. So ist das spitze. Und so sieht ein Strudel aus. Ja, das genische Pokémon nicht wirklich vernichtet, aber. Gut, wir haben unser Bestes getan. Und ich habe keine Tränke mehr. Superb. Was mache ich deshalb? Ich kämpfe weiter. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Max wurde besiegt. Ich hole John raus. Und lasse John, wie immer, Max rächen. Er wird es wohl oder übel hinkriegen müssen, was für ihn kein schweres ist, dachte ich zumindest. John wurde verwirrt. Okay, das ist in der Regel kein so ganz so gutes Zeichen. Feuerzahn. Okay, ja, es wird. Ich glaube, ich krieg das hin. John kriegt das hin. Keine Panik. Unser Team kriegt noch keinen Abstrich. Nicht in diesem Kampf. Was zum? Hat sich gerade komplett wieder geheilt. Okay. Ich krieg dich trotzdem besiegt. Auch wenn du ein starkes Nachtara bist, das soll mich nicht davon abhalten. Zumal deine Attacken, glaube ich, nicht sehr wirksam auf mich sind. Auf John natürlich, nicht auf mich. Seltsamerweise greifen Pokémon niemals die Trainer an. So ein Grundgedanke an der Pokémon-Story. Warum die armen kleinen Fratze dort gegeneinander kämpfen müssen und nicht auch mal ein Pokémon einen Menschen angreift oder irgendwie ähnliches. Aber gut. Philosophie ist hier fehl am Platz. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn gerecht. Harrison wurde besiegt. Ja, eine beeindruckende Vorstellung.
Zwergenfürst gewinnt 4600 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen Harrison hervor. Ja, da ist Harrison hinfort. Ja, weiter geht's. Da ist doch noch ein Pokémon-Trainer. Ich will das Item. Ich will das Item. Und du findest das Item Schutzband. Schutzband wurde in deiner Tasche verstaut. Okay. Reagiert nicht. Da halt nicht. Ein Bäumchen. Was ist denn? Ist der Baum ein Gegner? Was ist denn hier heute los? Okay, sie reagiert auch nicht auf. Aber gut. Tipps für Trainer: Wenn du während des Kampfes ein Pokémon-Symbol berührst, erhältst du detaillierte Informationen zum Kampfgeschehen. Vielen Dank für die Info. Scheinbar will hier niemand mit mir kämpfen. Das soll mir recht sein. Ein Nebulak! Hatten wir nicht da nicht mal schon irgendwo ein Nebulak? Gab's da nicht mal was, was Lennificate hieß? Egal, ich hab ein volles Team. Erstmal ist noch keiner gestorben, ich brauche keinen Teampartner. So, Arcana Küstenstreifen. So, ich denke, wir sollten in die andere Richtung, aber ich erkunde das hier jetzt auch mal in der Schnelle. Ein Wingull wild erscheint. Uns lässt das Spiel ja die Gegend erkunden. Wieso sollten wir es dann unterlassen? Das Item lasse ich mal jetzt da liegen. Ihr seht es. Willst du gegen mich kämpfen? Ah, er will gegen mich kämpfen. Alles klar. Ich bin bereit. Schwarzgurt Knie fordert dich heraus. Alle nur ein Pokémon. Ein was zum Henker ist das für ein Viech? Ein Hariyama. Das ist aber sehr breit. Ich setze gleich mal die Z-Kraft ein. Wirkt mir sehr bedrohlich. Hau ich einfach drauf. Dynamische Maxi-Flamme. Diese Mega. Nee, nicht Mega-Attacke, das ist nicht Z-Attacke. Sieht ziemlich episch aus. Schaut euch das an. Ich liebe diese Attacke. Oha, 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 oha. Das Pokémon ist leider gegen mich auch sehr effektiv. Lass uns das bitte überleben. Oha, 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 nein, 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 nein. Und John wurde besiegt. Und da die beiden jetzt wieder belebt werden können. Ich müsste Max jetzt ihn rechnen, aber Max ist noch tot vom letzten Kampf, also. Ja, nächstes Tür. ja, jetzt nicht ihn verlieren. Gut aufpassen. Fußtritt. Okay, das war ein großer Fehler. Robin wurde besiegt. Wer muss denn den jetzt rächen? Ich glaube, war denn die Reihenfolge? Wie habe ich das dann zusammengesetzt? Ich glaube, Lea, die Piotr war das. Oder Fluffy? Ja, Fluffy war es. Nee, Fluffy. Das liebe Fluffy. Ja, gut. Habe ich gesagt.
Ein Pfund, das soll ein Witz sein. Es hat ge... Alter Schwede. Fluffy hat so einen großen Brocken besiegt. Ich glaub's kaum. Oh, unser Team ist wieder vollständig. Um die Regeln zu befolgen. Ja, das gibt einen Levelanstieg. Ich habe verloren. Kurz gesagt, Mist. Zwangslos gewinnen 768 Pokédollar und geht sich gleich aus diesem Kampf hervor. Ja, das war nochmal gerade knapp. Zygarde-Würfel gefunden. Ah. Schön. Schön. Ruinen des Lebens. Ich glaube, hier bin ich falsch. Das sollte ich, glaube ich, noch nicht entdecken. Der Steinblock sieht groß und schwer aus. Vielleicht kann ein Pokémon ihn ja verschieben. Ich glaube nicht ein Pokémon, das ich besitze. Ich habe schon so eine Vermutung. Dafür brauche ich das legendäre Pokémon, das... Ja. Sag schon, wie heißt das? Irgendwas mit S, glaube ich. Snorgolo oder so ähnlich. Irgendwie hieß das. Ein legendäre Pokémon von Sonne. Aber gut, dann mache ich mich mal auf den Rückweg. Schnippel das hier Ganze mal nochmal zusammen. Sieht so aus, als müssten wir hier da mal später ran. Ja, begeben wir uns auf den Rückweg. Wir wissen ja, wo es lang geht. Ja, da sind wir gleich wieder in der nächsten Stadt. Ja, da ziehen wir uns gleich in die nächste Stadt zurück. Ja, ich drehe das gerade auch schon zum zweiten Mal. Ihr seht es vielleicht an meiner Klamotterie und an meiner Haarpracht und meinem Outfit hier ein wenig. Ich habe das Ganze schon mal gespielt. Ich bin da schon mal shoppend durch die Stadt gegangen. Also, ja. Weil leider die Filmdatei auf meiner SD-Karte verloren ging. Ja. Müssen wir das jetzt alles normal machen. Ihr seht, es ist schon einiges passiert, aber vielleicht kann ich es euch irgendwie doch zeigen. Also ich versuche das Beste aus den Parts zu machen. Also es wird ein Flickenteppich, dieser Part. Also, ja. Hier unten fanden wir ein Item. Also hier befindet sich ein Item. Das kann man sich holen. Ich glaube hier oder hier. Keine Ahnung, ich denke hier. Hier war ein Item. Ja, dann gehen wir mal einfach mal direkt in die nächste Stadt und ja, ich hoffe, dieser Part wird nicht zu schwachsinnig. Ihr seht's ja. Ich habe die Frisur und den Rucksack geändert, aber dazu später was, wenn wir in der Stadt sind. Also, und los, ab in die Stadt. Und da sind wir schon in der nächsten Stadt. Ja. Sieht ein bisschen asiatisch aus. Chinatown oder was? Ja. Ein Butthugel und ein Nasgenäht. Wenn ich mich nicht irre. Okay. Ja, Konkuni City heißt es. Auf jeden Fall spannender Pokémon-Dialog eben gerade. Und was ist mit dir? Aluna! So, und dann schauen wir uns nochmal in dieser Stadt ein bisschen um. Ja, wie wäre es heute mit einem Lumi-Lumi-Massage für deine Pokémon? Das lässt sie zutraulicher werden. Soll ich dein Arcana nach Lumi-Lumi-Art verwöhnen? Ja, mach doch mal. Wunderbar. Dann werde ich dein Arcana kurz an mich nehmen. Das war's auch schon. Durch die Massage ist dein Pokémon etwas zutraulicher geworden. Wie wäre es mit etwas wohlriechendem Rauch? Ich möchte etwas kaufen. Seerauch haben sie dort ein Item zum Tragen. Dieses exotische Duftkraut verstärkt Attacken von Typ Wasser. Ja, auf jeden Fall Wellenrauch. Ja, jedenfalls. Lachsrauch haben sie, Rosenrauch haben sie, Scheuchrauch,
Steinrauch, Schrägrauch, Glücksrauch, Lahmrauch, Wellenrauch. Nee, nicht wirklich interessiert. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, ich bin wunschlos glücklich. So, hier haben wir einen Friseur. Dachchen. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun, junger Herr? Bitte einmal Haare schneiden. Kein Problem, kostet nur 4000 Poké-Dollar, einverstanden. Hab bloß gar kein Geld mit. Habe ich alles ausgegeben beim letzten Dreh. Ja, für die Frisur hier, die ich euch mal zeigen kann. Ich finde es so scheiße, dass das jetzt hier löscht wurde, aber komm. Ich habe da ein Foto geschossen. War so geil, dieser Part. Moment. Hier, das ist meine neue Frisur. Ich habe die mir schneiden lassen. Hab mal Locken ausprobiert. Zöpfe habe ich ausprobiert. Zöpfe waren das. Schaut euch das an. Schaut euch diese wunderhübsche Alola-Frisur an. Passt zwar nicht ganz zu mir, aber ja. Ein bisschen an die Umstände hier in Alola anpassen muss man sich auch. Kann ich dir mal vielleicht zeigen, gleich beim Drehen. Das ist die neue Tasche, die ich mir gekauft habe im Laden. Ja. Wo ihr gleich reingehen werdet. Quatsch, wo wir gleich reingehen werden. Wo ich gleich reingehen werde. Wo wir gemeinsam reingehen werden. Ja, Leute, ich bin auch noch ein bisschen durcheinander. Von dem Verlust der Aufnahme. Ich werde nicht weiter drüber reden. Was mit dir? Weißt du was, wenn dir auf dem Festival Plaza ein anderer Spieler einen Modeartikel empfiehlt, der dir gefällt, kann er ihn für dich bestellen. Joa. Willkommen. Ich möchte etwas kaufen. Ja, hier haben wir ein lässiges Tanktop beige. Das Ganze nochmal in grün, das ist ein Jungard-Shirt. Ein Krawatten-Shirt haben wir, ein Kinoso-Shirt haben wir. Ein Sport-Tanktop, noch ein Sport-Tanktop und noch ein Sport-Tanktop in einer anderen Farbe. Hübsche Hosen haben wir hier. Der ich mir leider keine kaufen möchte. Schuhe gab es hier auch ein richtig schönes Paar hier. Moment, wo haben wir es? Beige, weiß, weiß, schwarz. Sportschuhe schwarz. Die fand ich richtig nice. So, auf jeden Fall. Hätte ich mir ja gekauft. Aber ich fand den Rucksack erstmal besser. Nee, da gab es eine. Na, Kappe geht bei mir sowieso nicht mit der Frisur. Das ist übrigens das Lustige. Mit so einer Frisur gehen keine Hüte. Man kann keine Kappen aufsetzen. Da gab es den beigen Rucksack. Hier, in den schwarzen, den ich jetzt gerade anhab. Den Lederrucksack mit Gussband und Rot. Den Lederrucksack mit Gussband in Orange, in Rosa und in Beige. Auf jeden Fall. So. Vielen Dank. Die kleine Kabine. So. Zack, zack. So sieht das dann aus. Hübsch, mein neuer Look. Mit Rucksack. Ja, einen stylischen Rucksack gekauft. Der vorher war blau. Und der hier ist jetzt blau mit nur roten Pokéball-Muster drauf. Der ist jetzt schwarz mit Leder. Passt mir durch besser. Steht mir durch besser. So. Hier wollen wir noch vorbeigucken. Hier kannst du TMs kaufen. Kann ich dir helfen? Ich will etwas kaufen. Protzer haben sie, Giftschock haben sie, Doppelteam haben sie, Fußtritt, Dunkelklaue, Drachenrute. Nein, erstmal keinen Bedarf.
Nein. In so Kleidungsshop, da waren wir schon. Und was ist das? Ein Asia-Restaurant. Essen ist meine große Leidenschaft. Pokémon-Kämpfe sind der sportliche Ausgleich. Schlank werden, dabei aber nur meine Pokémon, vielleicht nur sie sich bewegen. Okay. Panier! Ja, das ist offensichtlich ein Panier. In Alola treffen die Esskulturen verschiedener Regionen aufeinander, was ganz neue Gerichte hervorbringt. Man kann immer von anderen lernen. Ich lasse mich zum Beispiel oft von den Attacken meiner Gegner inspirieren. Eine Sache überdrüssig zu werden ist normal. Das ist die Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Aber die Speisekarte hier trifft immer meinen Geschmack. Daher bleibe ich bei mir ist alles beim Alten. Ja, ich weiß, das habe ich falsch gelesen. Gutes Essen macht glücklich. Je besser ich also koche, desto fröhlicher sind alle. Ja, so viel zu dem Restaurant hier. Herzlich willkommen, junger Herr. Ein Tisch für eine Person? Nein, danke. Kannst du mir eh nicht leisten. Viel zu teuer, diese Reservierungen in Restaurants. Mama. So, dieses Magma habe ich von Captain Chiave bekommen. Er glaubt, ich habe großes Potenzial als Koch, insbesondere als Grillmeister. Außerdem habe ich mit Magma eine bessere Chance gegen Maho und ihre Pflanzen-Pokémon. Okay, danke für die Info. Ein Bett. Ein Laptop, ein Mülleimer. Ein Schreibtisch. Okay, auf das Bett kann ich mich nicht legen. Oh, ein Hochbett. Oha, kann ich mich reinlegen? Ist ja interessant. Es riecht plötzlich ein wenig nach Gewürzen und Soße und überhaupt nach leckerem Essen. Ja, habe ich scheinbar geschlafen. Hier wohnen scheinbar kleine Kinder. Kann ich mich auch hier reinlegen? Scheinbar nicht. Sü. Das China-Restaurant, in dem oben Leute wohnen, hätten wir abgehakt. So. Gucken wir mal hier kurz rein. Möchtest du den Brief lesen, den Voluminas bei sich hat? Stimmt ja, da gab es ja noch die Sequenz, wo der Voluminas, der übrigens nicht nass genäht ist, hier runterkam und mich anstupste und mir einen Brief übergab. Und zwar genau den Brief hier. Hallo, ich bin Smiler. Dieses Voluminas hütet manchmal den Namen für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf dich. Sie liegen hinter den Hügel des Gedenkens. Bis dann, Smiler. Voluminas. Ja, das war in der Story ein bisschen epischer, aber ja. So ein toller Edelstein. Der muss magisch sein. Damit finde ich bestimmt endlich einen Freund. Ob ich dir sagen soll, dass meiner trotz all der Steine auch keinen festen Freund hat? Edelsteine sind besonders Edelsteine. Hehe, ich wünsche, alle wären meiner. Kaufst du die doch? Willkommen bei meinen Schmuckstücken. Ich guck mal, was die so haben. Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein. Oh, hier kann man Steine kaufen für 3000 Pokédollar. Okay, ihr seht mein Budget. Joa, vielleicht irgendwann später. Kann man vielleicht jemanden mitentwickeln? Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, danke. Guck mal hier vorbei. Tritt's näher, nun keine falsche Scheu. Ich verkaufe Fossilien, einzigartige Fossilien. Sie sind so rar, dass ich jedem Kunden nur ein Exemplar pro Profil Fossil verkaufe. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Na, Interesse, welches kaufen? Kopffossil, Schildfossil. Du willst das Kopffossil? Das würde ich dir für 7000 Pokédollar überlassen. Kommen wir
für den Preis ins Geschäft? Ja, eigentlich gerne, aber... Trotzdem danke. Fossilien werden immer beliebter in Alola. Sie sind vielleicht schnell ausverkauft, als dir lieb ist. Ja, dann ist es halt so. Ich gucke hier oben nach. Oh, Steine. Steine in einem Steinladen. Was für ein Zufall. Und was seid ihr hier? Ein sich bewegendes Plüschwerdusi. Es erfreut sich bei allein lebenden Frauen. Großer Beliebtheit. Ach, das ist auch ein sich bewegendes Plüschwerdusi. Okay. Da blinkt doch was. Ein Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Sina ruft an. Ich habe gerade ein Signal von deinem Zygarde-Würfel empfangen. Der geheimnisvolle Organismus, den er soeben absorbiert hat, ist ein Zygarde-Kern. Zusammen mit Zygarde-Zellen bildet er einen grundlegenden Baustein für den Körper eines Zygarde. Das Besondere an so einem Kern ist, dass er die Erinnerung an eine Attacke enthält, die Zygarde später wirklich einsetzen können. Und du kannst einen Zygarde über den Zygarde-Würfel, also bestimmte Attacke, erlernen lassen. Das sollst du unbedingt mal ausprobieren. Au revoir. Okay, muss ich mal den Zygarde-Würfel testen. Hätten wir ihn den Zygarde-Würfel... Ein Gegenstand zum Sammeln der Kerne und Zellen des Pokémon Zygarde. Mit ihm können Zygarde auch Attacken beigebracht werden. Wohin Zygarde? Ich habe aber noch kein Zygarde. Wo kriege ich eines? Seltsam. Noch ein Rätsel mehr. Das erste Rätsel wäre erstmal... Wieso müssen wir nochmal zu dem Ort, wo wir schon waren? Keine Ahnung, was will das Spiel uns damit sagen? Wir waren bereits dort. Ich war da falsch, ich konnte da nicht weiter, aber gut, vielleicht werde ich dann mal demnächst mal wieder dorthin gehen. So, erstmal die Pokémon heilen. Die sind geschwächt vom Weg. Okay, dann nehme ich dein Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Hopp, hopp, hopp. Dum, 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 dum. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte begehre uns bald wieder. So, aber noch schnell mal kurz beim Kaffee mal einen Zwischenstopp halten. Ich denke, das ist nicht falsch. Herzlich willkommen im Kaffeebereich des Pokémon Centers. In Alola ist es jetzt 17 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Ein Granmüll-Kaffee, bitte. Ein Granmüll-Kaffee möchtest du also? Das macht dann 198 Pokédollar. Das macht fast mein ganzes Erspartes aus, aber für einen Kaffee gebe ich das gerne aus. So, eine gute Wahl. Einen Augenblick, bitte. Danke fürs Warten. Ein Granmüll-Kaffee, ganz nach Bestellung. Nur wer die Weisung des namenlosen Barista empfangen hat, ihnen harten in Lehrjahren das Geheimrezept dieses Kaffees. Das verleiht dem Granmüll-Kaffee einen legendären Ruf. Warum ich mich dazu entschieden habe, einen Kaffee zu betreiben? Ach, weißt du, die Welt da draußen ist so schnelllebig, dass wir alle einen Ort der Zuflucht brauchen, wo wir einfach mal die Seele baumeln lassen können. Genau das wollte ich der Welt bieten, als ich diese Karriere einschlug. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieses Eis ist eine Spezialität aus Stratos City in der Einal-Region. Du erhältst das Item Stratos Eis. Medizinische Verstaus. Dann genießen wir mal unseren köstlichen Kaffee. Und das ist für deine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Du hast einige Pokémon erhalten. Pokémon sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Pokepause mit Pokémon, werden sie zutraulicher. Bitte beehre uns bald wieder. Und das mache ich öfters mal offscreen.
Kaufen wir mal schnell noch ein paar Tränke. Ich glaube, das hätte ich mal nötig. Oh, Wertkunde, dieses glänzende Setzkristall. Du hast offenbar Mahos Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das Warensortiment hat sich erweitert. Hoffentlich ist etwas für dich dabei. Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Supertränke kaufen. Das will ich. Auch wenn es nicht viele sind. So. Kriege ich noch einen Supertrank dazu? Scheinbar nicht. Gut, habe ich erstmal ein paar Hypertränke, wenn es auch nicht sehr viele sind. Hi, du kommst wirklich wie gerufen. Du hast einen Rotom-Pokédex, stimmt's? Dann habe ich den perfekten Job für dich. Na, hab ich den Interesse geweckt? Nicht wirklich. Oh, schade, das wäre ein perfekter Job für dich. Ja, ich weiß, was der will. Ich soll einen Pokémon für den fangen, aber mach ich dann irgendwann in den Nebenquests. Nehme ich die alle an. Da hinten gibt es da noch irgendwas. Ja, ein Blick von oben auf mich herab. Kunikroni City. Eine von der Meeresbrise umschmeichelte Stadt. Hier können wir noch kurz rein. Mozi hilft mit, sei so gut und setze Kratzfurie ein, um mein Essen zu filetieren. Okay. Mein Mann ist hoffnungsloser Fall. Er ist spitze darin, Perlen und Herzschuppen zu angeln. Aber Pokémon, Fernzeige. Meine Frau angelt gerne in der Nähe von Felsen, bei denen Wasserblasen hochsprudeln. Dort gelingt ihr manchmal ein seltener Fang. Okay. Die hat noch schon gesprochen. Oh, da kann ich noch weiter. Oh, zwei kleine Kinder. Das ist ein Fremder. Wer bist du? Wer? Wer bist denn du? Bist du ein Freund von unserer Schwester? Nein, ich wollte... Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte nur mal reingucken. Ah, die Angeln. So. Und sonst noch was? Oh. Das sieht nach einem Steak aus. Nicht nach einem Steak, sondern nach einem Steak. Ein Schiff. Ahoi, Matrosen. Ja. Sieht aus wie eine Hafenstadt. Da wird es dann bald, glaube ich, auf die nächste Insel gehen, wenn ich mich nicht komplett irre. Was mit dir? Hi. Okay, sag nur hi. Oh. Eine Horde Pikachu. So viel Pikachu, wohin das Auge reicht. Pikachu hier, Pikachu da, Pikachu überall. Da bekomme ich gleich mal gute Laune, dass ich dir ein Pikachu-Set von mir bekommst. Z-Kristall Pikachu von Z erhalten. Okay, muss mir noch ein Pichu ins Team holen und dann, ja, wenn der nächste stirbt. Pikachu. Nice. Pikachu. Die Lause mache ich. Pikachu. Joa, mit allen drei geredet. Ivolid. Okay. Ivoli haben wir auch irgendwie nie gekriegt. Kann ich mich gar nicht hinsetzen. Ja gut. Ich würde mal den Part langsam mal beenden. Kap Leuchtturm, auch bekannt als der Leuchtturm auf dem Kap. Ja. Ah, da geht's hoch zum Leuchtturm. Und wenn es dann mal hoch geht, momentan ist der Weg versperrt. Er wird zwar nicht gehalten von denen, die tot sind, aber er ist durch einen Zaun geschützt. Dann würde ich mich mal hier vom Kap-Leuchtturm oder dem Leuchtturm am Kap mal verabschieden. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt war. Ich glaube, der war ziemlich lang. Wir werden mal gucken. Vielleicht habe ich den ein bisschen gekürzt im Schnitt. Vielleicht waren es auch zwei Parts oder mehr werden es nicht sein. Ja, vielleicht war es auch nur ein Part und ich habe da absolut kein Zeitgefühl. Jedenfalls mache ich jetzt hier mal ganz schnell einen kurzen Prozess. Ja,
Weiter geht's im nächsten Part. Wollte ich noch mal kurz erklären, bevor ich den kurzen Prozess mache. Ja, typisch. Zwergwurst. Weiter geht's im nächsten Part Richtung... Wie hieß das Ding nochmal? Ihr wisst Bescheid. Richtung Herausforderung. Dort sollten wir ja irgendwie... Da waren wir schon mal. Was will denn der von mir? Wo kommst du jetzt her? Alola. Ja, Alola. Der möchte euch auch verabschieden. Ja, da werden wir mal nächstes Mal mal hingehen. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir übersehen haben. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr was gesehen habt. Dann würde ich mal sagen, habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. So, ihr habt euch wohl. Däumchen nach oben, werden Träumchen. Wenn es euch nicht gefallen haben sollte, ein Däumchen nach unten. Auch ein Arzt der Bewertung. Pikachu verabschiedet euch gleich nochmal. Ja. Und dann. Ja. Abo da lassen, falls ihr neu auf der Kanal seid und ja, kein weiteres Video verpassen wollt. Und ja. Bis zum nächsten Part. Haut rinne.